Herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Schön, dass Sie da sind. Felix Kahl, Nils Böttger. Einer von den beiden ist unser neuer Bürgermeister hier in Bad Bramstedt. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingssendungen zur Wahl, die Feuerwehr. Also jeder weiß, wer eine Wahl macht. Wir begleiten das seit 20 Jahren. Man kann machen, was man will, aber man muss die Feuerwehr muss man auf seine Seite bringen. Vor 20 Jahren hat es gereicht, die Jungs einzuladen auf einen Grillabend. Dann musste man einen neuen Feuerwehrschlauch irgendwie als Kandidat versprechen. Dann musste eigentlich ein neues Fahrzeug kommen. Und heute muss jeder ein Feuerwehrhaus versprechen, um die Kollegen mit auf seine Seite zu ziehen. Da wird dann gerechnet 150 Feuerwehrleute, 150 Ehefrauen, 300, 400 Bekannte. So, das ist die Grundlage. Und nun haben wir in Bad Bramstedt ein Feuerwehrhaus vor uns, das alle Dimensionen sprengt. Also wir reden im Hintergrund mittlerweile über 30 Millionen Euro, die angetaktet werden. Es gibt auch schon welche, die noch drüber sind. Und jetzt lasse ich Sie auch gleich reden. Ich möchte nur noch mal die Fakten bringen. Kaltenkirchen ist doppelt so groß wie Bad Bramstedt. Bei denen kostete das Feuerwehrhaus 9,4 Millionen. Plus Grillabend sind wir bei 10. Bad Bramstedt bei 30. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Kiel als Landeshauptstadt hat auch gerade eine super neue Zentrale gebaut. Die kostet 20. So. Es wird schon davon gesprochen, dass man Besuchergruppen durchführen möchte durch dieses neue Teil. So, ich hätte die Frage nie gestellt. Ich stelle das nur für einen Freund. Ich werfe den Ball rüber. 30 Millionen. Das teuerste Feuerwehrhaus wahrscheinlich von Schleswig-Holstein. Gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt. Ich möchte gerne mit dem Feuerwehrmann anfangen. Ja, gerne. Ja. Mit dem Feuerwehrmann und dem, der aber auch auf die Finanzen gucken soll. Genau, richtig. So, 30 Millionen mal 4%, würde ich sagen, sind 1,2 Millionen durch 12 Monate, sind 100.000 Euro Zinsen, ohne Tilgung, ohne alles pro Monat. 100.000. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo Sie die 30 Millionen her haben. Ich habe was von 25 Millionen gehört. Ja, aber das sind die das Älteren. Das ist so die Zahl, die jetzt zuletzt... Ja. Auch in Feuerwehrkreisen im Raume war. Man muss dazu sagen, die Feuerwehr, das ist also gerade vom ehrenamtlichen Wehrführer Herrn Harms ein großes Unternehmen, was da geführt wird. Es sind 100 aktive Feuerwehrleute, einschließlich die beschriebenen Angehörigen, die Sie genannt haben. Und es ist ein großes Unterfangen, diesen Laden am Laufen zu halten. Das ist ein sehr sensibles System. Es beruht auf Kameradschaft, gegenseitigem Vertrauen, auch, und das war ja das, was Sie eingangs sagten, Vertrauen in den Bürgermeister, das ist ganz wichtig, Vertrauen aber auch in die Politik. Und wir haben in den letzten Jahren immer erlebt, dass die Stadtverordnetenversammlung sehr großes Vertrauen in die Feuerwehr gesteckt hat. Also es ging so weit, dass wirklich alle Dinge, die die Feuerwehr beantragt hat und auch erklärt hat, warum sie sie braucht, mit den gestiegenen Aufgaben, die die Feuerwehr durchzuführen hat, auch immer alle bewilligt bekommen hat. Das sind keine Geschenke an die Feuerwehrkameraden. Ich möchte da wirklich mal den Vergleich ziehen. Wenn die Feuerwehr sich so verhalten würde wie die Kommunalpolitik in den letzten 4 Jahren, dann wäre mir Angst und Bange um Bad Bramstedt, weil dann hätten wir wahrscheinlich keine Feuerwehr mehr. Aber die haben doch jetzt dann wären die alle nach Hause gegangen. Die haben doch jetzt einen neuen Truppmann. Frau Jeske, ja. Frau Jeske. Das ehrt Frau Jeske auch total, dass sie sich dieser Anstrengung, sag ich mal, unterzogen hat, dass sie das gemacht hat. Das ist, sage ich jetzt wirklich aus freiem Herzen, weil nur so kann man auch empfinden, wie Feuerwehrarbeit läuft. Ich selber bin 30 Jahre aktives Mitglied jetzt. Ich weiß also, wo da der Hase langläuft. Vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen, will man vielleicht dazu auch sagen. Aber ich kann es eben erklären, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und es gibt keine Alternative in Schleswig-Holstein dazu. Ich habe mit verschiedenen Bürgern gesprochen, die gesagt ja, wäre denn nicht eine Berufsfeuerwehr günstiger und dann wäre das ganze Problem irgendwie vom Tisch und dann wird das vielleicht auch alles viel schneller und viel besser gehen.
Das ist in Schleswig-Holstein so nicht möglich. Sie können eine Berufsfeuerwehr zum Beispiel erst ab 80.000 Einwohnern einführen und das werden wir wohl in Bad Bramstedt nicht erreichen. Und dann müssten Sie 3 Schichten haben, dann müssten Sie Beamte beschäftigen. Das wäre also ein Unterfangen, auch unter Berücksichtigung der Umlandgemeinden. Das wäre also alles wesentlich teurer. 15.000 Einwohner und die teuerste Feuerwehr Schleswig-Holsteins. Da müssen Sie natürlich mit reinrechnen, dass wir die Corona-Krise hatten, dass wir den Ukraine-Konflikt haben, dass die Baukosten generell am Markt ja steigen und dass eben auch EU-Vorschriften, Sicherheitsbelange immer weiter steigen. Ich sage nur mal Stichwort Feuerwehrkrebs, die Schwarz-Weiß-Trennung von kontaminierter Einsatzbekleidung und der Privatkleidung, mit der ich dann nachher wieder nach Hause fahre zu meinen Kindern. Das ist also ein Unterfangen, das hat man in den letzten Jahren, Jahrzehnten überhaupt gar nicht berücksichtigt. Ich kenne das noch, wo Einsatzbekleidung rußverschmiert bei meiner Mutter zu Hause in der Waschmaschine gewaschen wurde und morgen früh wurde wieder die Jeans gewaschen. Also das ist also wirklich eine Entwicklung, die ist auch gut. Wir haben es mit Ehrenamtlichen zu tun, die ihre Gesundheit, sag ich mal, in den Einsatz bringen und da kann man so eine Kontaminationsverschleppung eben also auch nicht dulden. Das sind also Vorschriften, die sind nicht Bad Bramstedt speziell, aber es gibt in Schleswig-Holstein also auch einen Rückstau an Investitionen im Bereich von Feuerwehrgerätehäusern. Das wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte kommen, dass selbst die kleinste Kommune für ihre Feuerwehr neue Wege gehen muss, neue Erweiterungsbauten tätigen muss. Da sind wir im Moment, weil es die Feuerwehr vorgeschlagen hat und weil auch die Politik dieses Vertrauen der Feuerwehr in dieser Sache gibt und weil eben auch die Vorschriften relativ klar sind, da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln, im Moment Vorreiter. Und deswegen erscheint es im Moment so, als wenn man jetzt das teuerste Feuerwehrgerätehaus von Schleswig-Holstein gerade baut. Ja. Nee, es erscheint nicht nur so, es ist so. Ja, aber das wird in anderen Kommunen auch kommen, da werden sie sich umgucken. Aber Kiel, da reden wir auch über April. Also das sind keine Daten von 1972 mit den 20. Was ist denn in Kiel gebaut worden? Eine Berufsfeuerwehr? Ich könnte es genau nachschauen. Ich habe es mir angeguckt. Also sieht super gut aus. Aber da ist eine Berufsfeuerwehr gebaut worden für einen Stadtteil. Und da gibt es noch andere Standorte, die dann auch gewisse logistische Aufgaben übernehmen, die wir hier alle bündeln müssen im Feuerwehrgerätehaus Bad Bramstedt. Wir haben ja nur eins und wir müssen zum Beispiel eine Atemschutzwerkstatt vorhalten, die ein riesiges Geld kostet, weil wir eben keine Möglichkeit haben, in anderen Feuerwehrgerätehäusern diese Dinge zu erledigen. Ne? Zum Beispiel. Oder die Schwarz-Weiß-Trennung für 100 aktive Feuerwehrmitglieder, einschließlich der Duschen und WC-Anlagen. Das sind natürlich alles Kosten, die entstehen. Und dann noch mit der Prämisse, es soll auch die nächsten 40 Jahre dann auch gut sein. Das muss man ja auch in dem Kontext sehen. Es wird jetzt größer gebaut, anders als in Kaltenkirchen, wo man jetzt schon wieder erweitert, dass man auch wirklich für die nächsten Jahre Ruhe hat dann. Und das alles unter der Prämisse der Städtebaufördermittel, die wir akquiriert haben für diesen Neubau. Es heißt letztlich netto bei der Stadt Bad Bramstedt bleibt nur ein Bruchteil davon über dann. Natürlich, wir zahlen alle Steuern, auch die Fördermittel zahlt der Bürger letztlich über seine Steuer. Aber speziell für Bad Bramstedt ist das wirklich eine der kostengünstigsten Lösungen, so ein Projekt zu verwirklichen und dann auch 40 Jahre Ruhe zu haben. Also ich höre, der Bürgermeister Nils Böttger macht selbst die Führung durch, gerne, jederzeit. Durch das Premium Feuerwehrhaus. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich glaube, eins ist erstmal unstrittig, da sind wir uns beide hundertprozentig einig, dass die Unterstützung von Ehrenamt im Allgemeinen in der Stadt, ob es jetzt Feuerwehr ist, ob es im sportlichen Bereich ist, unser Fund ist auch das Rückgrat. Wir haben ja ein paar Sendungen vorher sozusagen über Gewerbe gesprochen, also wir haben ja über verschiedene Rückgrate sozusagen dieser Stadt gesprochen und davon ist Ehrenamt eben ein ganz, ganz großes und ein ganz entscheidendes. Das heißt, was ich damit sagen will, ist die Unterstützung. Da brauchen wir nicht drüber reden, die ist unstrittig. Und meines Wissens nach ist das jetzige Feuerwehrhaus sozusagen und die jetzige Feuerwehr zum großen Teil auch abgängig. Zumindest was den, das kann Herr Böttger sicherlich noch besser beurteilen, aber was den Verwaltungsbereich sozusagen oder den Aufenthaltsbereich auf jeden Fall in Augenschein nimmt für jeden, der damit davor gestanden hat, dann ist das sicherlich ein abgängiger Bereich und ein schwer zu sanierender Bereich, was die Hallen für die Autos betrifft und so weiter. Okay, gute Frage. Ich glaube,
an etwas, was, worüber wir eigentlich die ganze Zeit auch so ein bisschen tänzeln, dass die offenen Fragen, wenn also die unfalltechnischen, unfallkassenrechtlichen und technischen Vorschriften so gewesen sind, und da gehe ich mal stark von aus, dass sie so gewesen sind in der Beratung, zu sagen, ihr braucht das, das, das und das und das zieht am Ende die und die Folgekosten nach sich, dann ist das ja eine richtige Herangehensweise. Und in dem Mittelteil, dass wir uns aber diesen offenen Fragen aus der Bürgerschaft stellen müssen, zu sagen, aber wieso das Grundstück? Wieso nicht ein anderes Grundstück? Wenn möglicherweise da ein schwereres auch hinkommen ist. Ich meine jetzt aus Einsatzsicht, aus freiwilligen Einsatzsicht, als an der Glückstädter Straße bzw. Sommerland, wo jetzt der Standort ist. Warum nicht bei 20 Millionen möglicherweise Stopp oder weiter? Dann sind das die offenen Fragen, die wir erklären müssen. Tun wir es nicht, dann haben wir, glaube ich, und da sehe ich uns alle in einem Boot, dann haben wir ein doppeltes Problem. Also heißt, wenn die Chance da ist, diese Kosten auch entsprechend zu erklären, entlang der Vorschriften, der Möglichkeiten und eben vor allen Dingen des Muss in die Zukunft gedacht, dann wird es hundertprozentig so sein, dass man die Bürgerinnen und Bürger dafür auch nach wie vor gewinnen kann für dieses Thema oder nicht sogar schon gewonnen hat. Aber die Feuerwehr an sich als Einheit zu unterstützen und so zu unterstützen, dass der jetzige Standort nicht mehr tragfähig ist, das halte ich für absolut unstrittig. Also Sie sehen, es war wie in der Einleitung, die beiden kämpfen um die Feuerwehr, um jeden einzelnen Wähler. Wir haben es angesprochen, wir gucken, wo das Ganze rauskommt, 25. Es waren mal 15, glaube ich, dann 20, dann 25, ich höre, wie gesagt, schon 30. Und wir treffen uns dann gemeinsam zur Besichtigung mit dem neuen Bürgermeister. Beide kämpfen drum. Wir schauen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.